Heute ist endlich wieder soweit! Bitte lass dieses Video an einem Sonntag kommen. Huch. Heute hat mir Luca mal wieder eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was ihr Schlawiner, ihr Schlingel, da draußen alles so angestellt habt. Ich glaube, ich habe das letzte Mal in den Wald geschissen. Da war ich 9 oder 10. Es ging einfach nicht, Digga. Ich hab's nicht ausgehalten. How these pump motherfuckers don't know! Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go. Ich, weiblich 16, schäme mich, Griechin zu sein wegen InScope 21. Mashallah. Ich, männlich 16, beichte... was habe ich hier schon wieder gesehen, Digga? So ein Trompetenorchester. Der das unser Schulmaskottchen wie Sascha aussieht. Oh nein, nicht schon wieder. Oha, ja, Bro, übertreib! Digga, was sollte es sein? Davon können Kinder nachts nicht schlafen, Mann! Was ist... Sorry, falsches Bild. Was ist das? Mir geht's jetzt hier auch gar nicht mehr um mein Aussehen, wie ich anscheinend aussehen soll. Mir geht's hier um die armen Kinder, die daran tagtäglich vorbeilaufen müssen, Mann. Die Schule hasst euch. Ich beichte, dass ich gehört habe, dass Luca eine Gehaltserhöhung bekommt. Ah, das hast du also gehört? Nein. Arschloch! Ich, männlich 18, beichte, dass ich eine Idee für Latze und Justin produziert habe. Ich hoffe, ich bekomme den Vertrag. Peace und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Männlich 18. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht... Da steckt viel Liebe im Detail. ...versuchen würde, dir diese Türen zu öffnen. Dog, ich glaube, du hast den Job. Ich weiß nicht... Ja, diese random Monte-Clips. Was ich beichte, dass ich mit männlich 32 ein Date hatte und er nach 30 Minuten sein... Alles klar. Ich weiblich 16 beichte... Ey, ich wollte das zu Ende lesen. Ach. ...32 ein Date hatte und er nach 30 Minuten sein... Alles klar. Ich weiblich 16 beichte, dass ich meine zukünftige Wohnung gefunden habe. Das Wandtattoo ist aber neu ab einem gewissen Bestellwert, oder? So, es gibt etwas, was es so bei mir im Shop noch nie gab, und zwar Skip. Ich bin nicht... So ein Ding ist das. Ich 18 beichte, dass mein Klassenkamerad am Ende seiner Präsentation einfach einen Vogel gezeigt hat. Ein Vogel gezeigt hat? Der war nicht schlecht, Doc. Ja, schreib doch gleich einen Aufsatz. Ich, weiblich 20, beichte, dass meine Mitbewohnerin, weiblich 21, ihren Freund mit meinem Mitbewohner, männlich 21, betrogen hat. Ich bin jetzt schon raus. Nachdem sie 4 Jahre in einer Beziehung war, dann ist sie mit meinem Mitbewohner zusammengekommen. Der Abfuck ist, dass ich aber, bevor sie zusammengekommen sind, was mit diesem Mitbewohner hatte. Jetzt muss ich weiter mit denen wohnen. Es geht schon wieder los. Irgendwo in Deutschland ist eine WG bestehend aus 3 Parteien. Weiblich 20, aus ihrer Sicht wird auch diese Beichte verfasst. Weiblich 21 und männlich 21. Weiblich 21 hat noch einen Freund und war 4 Jahre mit ihm zusammen. Nach 4 Jahren dachte sie sich aber, Gesche zu gönnen, hat mit männlich 21 was gestartet und auf ihren Freund geschissen. Was sie aber nicht wusste, ist, dass männlich 21 schon was mit weiblich 20 hatte. Diese WG bleibt jetzt bestehen, auf den Freund wurde geschissen, männlich 21 hat sich gegönnt. Und was lernen wir jetzt aus dieser Geschichte? Sansa! Warum fragst du mich? Ich habe nichts verstanden! Warum immer mich? Ich, männlich 14, beichte, dass ich in der Schule gemobbt werde, weil in meiner Telefonnummer 187 vorkommt. Mit 14 gemobbt, mit 18 der King. Die Patek sagt 5 nach 9. Oh! Wo ist mein scheiß Geld? Ich, weiblich 18, beichte, Digga, was war das denn? Dass mein Freund, männlich 18, seit Jahren immer extrem aggressiv bei FIFA wird. Hey! Hey, das gibt's doch nicht! Und es teilweise vorzieht, Packs zu öffnen, als mit mir zu schlafen. Ich will Schluss machen, habe aber noch Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann erwachsen wird. Weiblich 18. Für meine folgenden Worte musst du... Das war hoffentlich. Du jetzt sehr stark bleiben. In circa 2 Monaten ist es soweit. Da wird ein neues FIFA rauskommen. Und dann heißt es wieder... Oh! Nein! Bitte klippt es! Den Link für die Ohrenschützer habe ich dir unten in die Videobeschreibung reingepackt. Viel Glück, meine Liebe. Ich, männlich 14, beichte, dass Nico, der Penner, meiner Schwester auf Insta folgt und alle ihre Bilder liked. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal unsympathisch und noch nicht abonniert habt und es lohnt sich gerade...
Digga, das war noch keine 5 Minuten. Richtig, ja, okay, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruder-Basis ein Abonnement. Ich glaube, ich lasse die nächsten Male einfach jemand anderes das Auto sprechen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ein mathematischer Merksatz lautet, Minus mal Minus ergibt... Plus! Was? Wie heißt der? Minus mal Minus ergibt Plus. Ja. Das ist, wenn du minus 5 Euro bist, also mir 5 Euro schuldest, Trimax 5 Euro schuldest, dann hast du so gesehen 10 Euro auf dem Konto. Naja, ich glaube nicht, dass man das so rechnen kann, Digga. Dann gehen wir auf den Schrecken ganz schnell ins nächste Video. Besser ist das. Heute ist endlich wieder soweit. 2 Videos in einer Woche, hä? Ich hab Fieber. Heute hat mir Luca... Wichtig und richtig. Mal wieder eBay Kleinanzeigen zukommen lassen. Überleg mal, das wäre immer so, Chat. 2 Videos von Sascha. Die Woche. Alter. Alter. Ganz traditionell. Bruder, was war das denn? Mal wieder eBay Kleinanzeigen zukommen lassen. Ganz traditionell lese ich Chats heute vor als Person A und als Person B. Ich bin nicht sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen leider direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Flipflops. Nike. Julian. Hallo Julian. Kann ich die Flipflops kaufen? Ich würde sie aber nur kaufen, wenn sie aus der Zeit kommen, wo du fett Warzen hattest. Grüße. Ja, ungelogen. Hab sogar jetzt welche. Mit was kann ich zahlen? Er sendet ein Foto. Da ist es hier um den ersten... Mit was kann ich zahlen? Er sendet ein Foto. Da ist es hier um den ersten Chat handelt. Und ich nicht will, dass ihr schon abschaltet. Hab ich euch mal das Foto erspart. Heider Bimberbummel. Rex RS 460. OB. Ich hab keinen Plan. 100 Euro. Moin. 170. Moin. Und gute Nacht. Schlaf gut. Das ist... Original Maggie Simpson Figur. 1999. Matt Gröning. 35 cm Höhe. 10 Euro. VOB. Alter, was ist das denn? Ich konnte neulich schon nicht schlafen wegen dem scheiß Maskottchen von der Schule. Jetzt sehe ich noch diese Figur. Wer kauft sowas für 10 Euro VB? Du könntest mir 1000 Euro hier anziehen und ich würde ablehnen. Kleiner Nachtrag an der Stelle. Voll die Horrorfigur. 12.30 Uhr, nicht ansatzweise fertig. Ich würde die 1000 Euro doch nehmen. Natürlich, der Monitor ist komplett vollständig. Okay, vielen Dank. Kein Interesse, der Preis ist dafür zu teuer. Schade, dass die 20 Euro nicht runtergehen. Viel Glück. Gerne doch. Danke. Hab den gleichen für 110 Euro bekommen. Top. Viel Spaß damit! Ja, auf den Schock, ab in die Werbung. Mein RTL! Und unser heutiger Kooperationspartner lautet... Ey, eins davor! Display macht hochqualitative Drucke auf Metall. Bitte voll heilig. Displays kannst du mit Hilfe von Magneten an der Wand mutieren. Kein weiteres Werkzeug wird benötigt. Die alten Videos waren viel besser. Maul! Es gibt viele coole Designs auf der Website. Insgesamt über 1,4 Millionen. Auch insbesondere für alle Gamer. Mit Display kannst du deine individuelle Bildersammlung erstellen, die deine Leidenschaft... An dem Tag war ich von Blackout wirklich angebrochen, Digga. ...deine Interessen widerspiegelt. Ich habe meine Lieblingsbilder für euch schon zusammengesucht. Die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Hey, wo ist denn die Goldkette um deinen Hals? Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr bis zu 36% Rabatt. Beim Kauf von mehr als 3 Displays. Display, Kuss, geht raus. Ein RTL. Du Hund, das Planschbecken ist kaputt. Jetzt mal ganz ruhig. Es war bisher immer dicht. Es verliert aber ständig Luft an dem Aufblaseteil. Am Ventil ist das richtig verschlossen. Fest reindrücken. Ich habe da Kreppband drum gewickelt, aber hält nicht. Wenn man Wasser reintut, Luft geht raus. Ist der Plastikknubbel fest drin? Wo? Na, der am Ventil. Aufblasen, dann direkt den Plastikstöpsel reindrücken, der am Ventil dranhängt. Dann bleibt die Luft drin. So geht's, ja. Haben Sie noch nie etwas aufgeblasen? Ein Boot oder die Schwimmflügel Ihrer Kinder oder sowas? Hab keine Kinder. Das Ding ist zum Bierkühlen. Was letzte Preis? Was wert Ihnen?
101 Mal Kaufland-Katalog Knossi Edition. 200 Euro? Was denn jetzt los? Digga, was verkaufen die Leute auf eBay Kleinanzeigen? Ich weiß nicht, was mir gerade mehr Angst macht. Die 200 Euro oder die 161 Leute, die sich das angeschaut haben. Na komm, packen wir mal einen Warenkorb, Digga. Auf entspannt. Hallo? Minus 200. Hat der Wagen eine Einparkhilfe? Gruß. Guten Tag, wie viel kostet Ende Preis abholen? Was? Für 70 Euro. Der, warum schreiben die immer so kryptisch? Wo kannst du es abholen? 60 Euro, 70 Euro, 65 Euro, 75 Euro. Okay, treffen wir uns in der Mitte. 70 Euro. Ausgedribbelt. Doppelschlafsack. Können Sie garantieren, dass in dem Sack kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat? Ja, das kann ich garantieren. Dann will ich Ihnen. Was passiert hier? Oh! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Okay. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lehramtbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ehrenbruderbasis, an der Lehramtbasis? Immens Messi, Ankara 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 Messi, Bruder, das ist aber zu gut. Danke, Displayed.